Hier kommt ein Update von Camino, den 8-jährigen Welchpony, welches für einen Erziehungsurlaub bei Maren und mir im Training ist, da er sich und seinen Menschen mit seinem hengstigen, impulsiven, oftmals schwer handelbaren und leider auch aggressiven Verhalten das Leben schwer macht. Camino ist jetzt seit 4 Wochen bei uns und wir sind mega begeistert von Caminos Entwicklung. Hier darf ich dir Caminos Besitzerin Yvonne mit ihrer Tochter Amelie hier im Bild rechts und Hannah links im Bild vorstellen. Caminos Menschen kommen so oft es geht zu unserem Training dazu, was in meinen Augen einfach großartig und wertvoll ist. Hannah ist eigentlich die Reitbeteiligung von Yvonnes Pferd. Sie wird aber, wenn Camino wieder zu Hause ist, auch mit Camino weiterarbeiten. Deswegen unterrichten wir Hannah jedes Mal, wenn sie dabei ist. Guck mal, auf der Geraden jetzt. Mega! Besonders wichtig ist uns, dass Hannah Sicherheit bekommt, mit Situationen gut umzugehen, in denen Camino, wie hier zu sehen, Stress bekommt und in alte Verhaltensmuster fällt. Wir gestalten Caminos Training sehr abwechslungsreich. Wir machen Führtraining, Doppellonge und Langzügel, Spaß und Spiel und Vertrauensübungen. Spaziergänge, gymnastizierende Handarbeit mittels Schulung der Seitengänge und natürlich als ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Trainings arbeiten wir Camino nach dem von mir entwickelten Konzept des Longenkurses. Diese Arbeit ist so wertvoll, egal ob das Pferd körperlich davon profitiert, als auch seine Psyche. Ich bin immer wieder zutiefst glücklich miterleben zu dürfen, wie sehr die Pferde sich verändern, wie schnell sie ihre innere und äußere Losgelassenheit und Balance finden. Diese friedliche Art der Bodenarbeit, das Miteinander, was sich hier entwickelt, trägt wesentlich zur Verbesserung der Beziehung zwischen Mensch und Pferd bei. Gerade das Longieren war am Anfang für Camino Stress pur und er lief in einer sehr angespannten und ungesunden Laufmanier. Heute klappt das Longieren schon richtig gut. Mittlerweile zu, na, sagen wir, 95% ganz entspannt und voll normal. Seine Losgelassenheit, Balance und Kondition wird immer besser. So läuft er heute auch schon in einer für das Training viel förderlicheren Haltung. Besonders wichtig ist uns, Camino immer wieder zu zeigen, wie gut sich Entspannung anfühlt. Und dass von allen Hilfsmitteln, besonders von Gerten und Peitschen, nichts Böses zu erwarten ist. Camino ist schon sehr freundlich geworden und zeigt im Umgang keinerlei Aggressionen mehr. Auch seine stark ausgeprägten Übersprungshandlungen, wie sich hinzuwerfen und sich zu wälzen, seinen Kopf an den Beinen zu kratzen, wie hier am Anfang seiner Zeit bei uns, treten mittlerweile kaum noch auf. Er ist insgesamt so viel ruhiger und entspannter geworden. Die ersten Spaziergänge mit Camino waren sehr, sehr anstrengend. Er wollte ständig überholen, kurz stillzustehen war unmöglich und auch zu steigen war Teil seines Programms. Das schaut heute schon ganz anders aus. Camino lässt sich vorbildlich führen, bleibt auf seiner Position, hält an, wenn der Mensch anhält, senkt auf Signal den Kopf, geht auf Kommando zurück, wartet ruhig, wenn wir anhalten. Sein ausgeprägt hengstiges Verhalten, welches Camino an den Tag legte, sobald andere Pferde in der Nähe waren, ist komplett verschwunden. Hübsche Stute, hübscher Wallach. Du machst es so gut. Hier führt Yvonne Camino über den Reitplatz, auf dem gerade 3 Reiterinnen unterwegs sind. Selbst als die anderen Pferde sehr nahe kommen, bleibt Camino super brav. Auch die 8-jährige Amelie kann nun schon etwas normal mit Camino umgehen, wie hier ihn zu putzen.
Sie lernt bei uns, Camino gut zu beobachten, um zu erkennen, wann Camino Signale gibt, dass er sich unwohl fühlt. Sicherlich hat Camino noch viel zu lernen, aber wir sind sehr optimistisch, dass Camino das Pony wird, was sich die Familie damals beim Kauf erhofft hat.